Nein, also wir haben ein sehr, sehr positives Fazit letztendlich aus dem Wochenende gezogen, weil wir es geschafft haben, als Mannschaft sehr, sehr kompakt zu spielen. Wir haben gute Einsatzzeiten verteilen können auf alle Spielerinnen hinweg. Wir haben es geschafft, letztendlich unser System im Vergleich zum letzten Jahr komplett umzustellen. Wir spielen schneller, wir spielen deutlich mehr Pick and Roll. Wir haben viel mehr Entscheidungen auf dem Feld, die wir treffen können, und die haben wir gut getroffen. Dass Gorzow letztendlich sehr, sehr physisch spielt, wussten wir vorher, und das war auch bewusst letztendlich ein Härtetest. Den haben wir ganz gut angenommen. Natürlich gibt es die ein oder anderen blauen Flecke, und das tut morgen und übermorgen sicherlich ein bisschen weh. Aber wenn wir ein bisschen was mitnehmen können aus dem physischen Spiel für unser eigenes Spiel, dann toi, toi, toi. Mich hat es persönlich gefreut, dass viele der Spielerinnen gut über den Sommer gearbeitet haben, dass sie wirklich fit und bereit hier ins Training gekommen sind. Viele haben einen Schritt nach vorn gemacht, das hat man gesehen, und das versuchen wir natürlich letztendlich optimal für uns zu nutzen. Also es ist so, dass Amanda, in der siebten Minute sich gestern im ersten Viertel da in dem Kontakt letztendlich den Finger gebrochen hat nochmal. Also nicht die Stelle, die da ein bisschen letztes Jahr schon operiert worden ist, sondern ein bisschen höher. Der Brustler durch, also nichts sehr Dramatisches. Sie wurde heute schon operiert, und wir gehen davon aus, dass sie uns eigentlich in 4 bis 5 Wochen wieder zur Verfügung stehen wird. Und bis dahin ist sich die Mannschaft einig, das haben wir gestern schon ein Stück weit intern besprochen, und dass wir wirklich für sie kämpfen werden. Wir werden sehen, dass wir als Team ein Stück zusammenstehen, ein Stück mehr zusammenstehen noch als ohnehin schon, und es gemeinsam auffangen.